Monasterium ist ein internationales Portal mit Nutzern aus ganz Europa, die sich nach Möglichkeit in einem sprachlich vertrauten Umfeld bewegen sollten. Über die Online-Übersetzungsfunktion kann das gesamte System in mehrere Sprachen übersetzt werden. Sobald man als Übersetzer freigeschaltet ist, können alle Module des Systems in alle angelegten Sprachen übersetzt und das Ergebnis sofort begutachtet werden. Ich wurde bereits als Übersetzer freigeschaltet und deswegen melde ich mich mit meinem Konto an. Hier ist die Übersetzungsseite. Unter diesem Punkt kann ich die gewünschte Sprache auswählen, in die ich den Text übersetzen möchte. Und darunter befindet sich eine Tabelle mit bereits übersetzten Bestandteilen der Webpage. Unter Fortschritte anzeigen finden sich Informationen über den Fortschritt der Übersetzungsarbeiten im gesamten System. Wenn man alle auswählt, kann man sehen, welche Teile des Systems noch nicht übersetzt wurden. Wie zum Beispiel hier das Wort Webpage. Möchte ich das ins Deutsche übersetzen, klicke ich darauf und gebe hier in diesem Eingabefenster das deutsche Wort für Webpage ein. Nach dem Speichern kann ich nachsehen, ob sich mein Eintrag eingefügt hat. Und wie erwartet, findet sich bei Webpage jetzt das Wort Webseite als Übersetzung. Es ist auch möglich, eine Seite direkt vor Ort zu übersetzen. Ich gehe als Beispiel in den Punkt Hilfe und hier rechts oben kann ich sehen, dass ein Button steht, Seite übersetzen. Wenn ich darauf klicke, finde ich als erstes oben die Seite angezeigt, dann wieder die Sprachen, die ich aussuchen kann. Und wenn ich hier wieder auf alle klicke, kann ich mir anzeigen lassen, welche Teile dieser Seite übersetzt werden sollten. In diesem Fall wurde alles bereits übersetzt. Wenn ich mir aber ansehe, wie es zum Beispiel mit Slowenisch aussieht, da ist noch was zu tun. Können Sie Slowenisch? Monasterium.net ist ein Versuch, die mittelalterliche und frühneuzeitliche Urkundenüberlieferung Europas in strukturierter und standardisierter Form benutzerfreundlich und für eine internationale Öffentlichkeit kostenfrei online verfügbar zu machen und gleichzeitig die fortlaufende kollaborative Bearbeitung und Entwicklung der Daten sicherzustellen. Monasterium ist aber nur so gut, wie es seine Benutzer und Bearbeiter sind. Denn je mehr Personen sich aktiv an der Erschließungsarbeit beteiligen,
umso mächtiger wird das Werkzeug. Es liegt in der Natur der Sache, dass die Arbeit von Monasterium wohl nie als abgeschlossen betrachtet werden kann und die Datenbank eine permanent wachsende und sich in diverse Richtungen entwickelnde Sammlung ist, die einerseits gegenwärtigen und auch zukünftigen Forschergenerationen neue qualitative und quantitative Möglichkeiten an die Hand gibt, um bislang ungeahnten Fragestellungen nachzugehen. Andererseits einer breiten Öffentlichkeit ein vertieftes und historisch fundiertes Bewusstsein europäischer Kultur zu entwickeln hilft.